Das sieht bei der öffentlichen Hand sogar so aus, dass der Kapitalerhalt offensichtlich gerade so geschafft wird, vielleicht noch nicht mal so ganz. Also die Nettoinvestitionen in den öffentlichen Kapitalstock sind eigentlich so um die Null. Bei den privaten Investitionen sieht das natürlich noch etwas anders aus. Viele Ökonomen, auch insbesondere der Sachverständigenrat, haben lange Zeit schon darauf hingewiesen, dass Deutschland vor großen Herausforderungen steht. Eine große Herausforderung ist der demografische Wandel, der ansteht, der auch schon im Gange ist und der sich in den nächsten Jahren, insbesondere im nächsten Jahrzehnt, stark beschleunigen wird. Dadurch wird die Wirtschaftsleistung pro Kopf weniger stark ausfallen, als es ansonsten der Fall gewesen wäre. Und auch die öffentlichen Sicherungssysteme kommen unter Finanzierungsdruck. Und um das abzufedern, braucht man unter anderem physisches Kapital, aber auch Innovationen, technischen Fortschritt, Fortschritt bei der Art und Weise, wie man mit dem kleiner werdenden Arbeitsvolumen doch ansprechendes Wachstum herstellt. Und deswegen ist die Diskussion um Investitionen eine ganz wichtige. Das war sie auch schon vor Jahren. Ich bin sehr froh, ich glaube meine Kollegen auch, dass das im letzten Jahr, in den letzten 2 Jahren vielleicht nochmal an Fahrt gewonnen hat. Denn die deutsche Wirtschaftspolitik hat eigentlich gar nicht so sehr auf diese Investitionsfrage sich ausgerichtet, sondern hat sich eher mit Verteilungsfragen beschäftigt. Was wir nicht so glücklich finden, ist, dass es auf eine vermeintliche Lücke jetzt konzentriert ist, die Diskussion, oder zum Teil in der Diskussion darauf konzentriert war. Denn diese Lücke ist ein anschauliches, aber leider kein besonders sinnvolles Konzept. Und deswegen sollte man die Investitionen diskutieren, die Investitionsschwäche, den Investitionsbedarf. Aber man sollte sich nicht vormachen, dass man das ganz leicht in eine Zahl packen kann. Also wenn es um das Beschreiben des Symptoms geht, dann ist man sich eigentlich relativ schnell einig. Die Investitionen sowohl bei den privaten als auch bei den öffentlichen Entscheidungsträgern sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Das sieht bei der öffentlichen Hand sogar so aus, dass der Kapitalerhalt offensichtlich gerade so geschafft wird, vielleicht noch nicht mal so ganz. Also die Nettoinvestitionen in den öffentlichen Kapitalstock sind eigentlich so um die Null. Bei den privaten Investitionen sieht das natürlich noch etwas anders aus. Nun ist es aber so, dass die Art und Weise, wie man sich zwischen öffentlichen und privaten Aufgabenverteilungen entscheidet, die Präferenzen, die Wünsche, die Vorstellungen, auch natürlich die Erfahrungen einer jeden Volkswirtschaft widerspiegeln. Das heißt, jedes Land hat das in gewisser Weise in eigener Art und Weise organisiert. So ist zum Beispiel der öffentliche Straßenbau in Frankreich eher privat organisiert. Der öffentliche Wohnungsbau ist bei uns eher privat organisiert. Da kann man nicht einfach sozusagen zwischen den Volkswirtschaften hin und her die Zahlen anschauen und sofort sagen, wer macht viel, wer macht wenig, sondern muss all diese Abgrenzungsprobleme noch mitnehmen. Aber wenn man das einfach mal beiseite packt, dann ist es schon so, dass man bei den öffentlichen Investitionen gewisse Sorge haben kann. Das ist auch gut, dass die Diskussion darauf jetzt hingewiesen hat. Wir haben sehr viel staatliche Einnahmen. Da glaube ich, wird es auch kaum einen Weg dran vorbeiführen, dass man das akzeptiert. Wir haben viel staatliche Einnahmen, aber gleichzeitig eben sehr viel auch Ausgaben für Verteilungsfragen, für Konsumtives und nicht so viel für Investitionen, wie man das vielleicht aus langer Frist gerne hätte. Ich habe schon zwei Beispiele kurz erwähnt, also im Krankenhaussektor oder auch im Bereich des öffentlichen Straßenbaus. Da sieht man schon und hat auch anekdotische Beispiele zuhauf, dass es durchaus auch mehr sein könnte. Wir haben uns im Sachverständigenrat allerdings gesagt, naja, die Möglichkeiten dazu hätte die Politik, wenn sie die Prioritäten darauf setzen würde. Deswegen ist schon eine große Frage, ob man zusätzliche Schemata, zusätzliche Mechanismen überhaupt braucht. Bei den Privaten ist es eine ganz andere Sache. Bei den Privaten ist es ja so, dass die Unternehmen, die insbesondere dafür verantwortlich sind, dass Ersparnis in Deutschland und Investitionen in Deutschland auseinanderklaffen, dass die ihre Ersparnis auch oft im Ausland angelegt haben. Warum? Weil es offensichtlich renditeträchtiger war, als es hier im Inland anzulegen. Die Frage nach den Wirkungen von geringen Investitionen auf das künftige Wirtschaftswachstum lässt sich eigentlich gar nicht so leicht trennen von den Ursachen dafür,
dass insbesondere Unternehmen hier in Deutschland in den vergangenen Jahren nicht so heftig investiert haben. Denn das ist auch wiederum eine Reflexion der Einschätzung der Handelnden über die Wachstumsaussichten. Also es gibt eine zweiseitige Kausalität sogar zu beachten. Beides sind im Endeffekt Ergebnisgrößen. Die Politik sollte nicht der Illusion verfallen, das wäre für sie nicht gut, zu denken, das eine ist ein Instrument, nämlich die Investitionen, an dem man relativ freimütig auch schrauben kann, die man relativ freimütig auch hochbringen kann. Und dann kann man sozusagen aus der vergangenen Erfahrung lernend sagen, ja, viel Investition ist verknüpft mit späterem starkem Wachstum. So funktioniert es leider nicht, weil natürlich die Investitionen, die man mit starkem Wachstum verknüpft gesehen hat, auch solche waren, die im Vorgriff auf gute Wachstumsaussichten, auf gute Marktaussichten getätigt worden sind von den dezentral handelnden Entscheidungsträgern. Deswegen muss die Politik eigentlich, wenn sie gute Wirtschaftspolitik auf Dauer angelegte, langfristig wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik sein will, an die Rahmenbedingungen gehen, einen Schritt zurücktreten und dann leider auch für sie sehr kleinteilig an einzelnen Stellschrauben drehen. Da gibt es viele: Bürokratie, Steuersystem, Bildung. Es lassen sich viele Beispiele dafür nennen, aber sie sind alle nicht so leicht einzuschätzen im Hinblick auf ihre ganz konkrete Wirkung. In der Summe können sie den Unterschied ins Positive ausmachen, aber der Umstand, dass wir jetzt nicht so viele Investitionen sehen, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben, hat wohl auch damit zu tun, dass es nicht attraktiv genug ist. Also man fragt sich ja schon, warum die These von der Investitionslücke so populär in der öffentlichen Diskussion ist, vielleicht bei Wirtschaftswissenschaftlern und Politikern gleichermaßen. Bei den Wirtschaftswissenschaftlern wundert es mich, das kann ich nicht beantworten, bei der Politik kann ich es schon gewisserweise nachvollziehen. Denn man möchte in seiner immer endlichen kurzen Amtszeit möchte man was bewegen. Wenn es wirklich so etwas wie eine Investitionslücke gäbe, die ein sinnvolles Konzept darstellte, dann wäre es natürlich sehr attraktiv zu sagen, ja, wenn wir die gefüllt haben, haben wir es geschafft, wir haben einen sichtbaren Nachweis auch unseres Erfolgs. Ich zweifle daran, dass das ein gutes Vorgehen ist, weil es eben eine solche Lücke zu einer Benchmark hin nicht gibt, die man so ganz leicht festzurren kann und dann auch wirklich sagen kann, wenn die gefüllt ist, dann ist der Erfolg da. Was wir denken ist ganz klar, das, was da drunter liegt, ist eigentlich das Entscheidende. Die Investitionsquote heute und ihr Vergleich mit der Vergangenheit oder mit einem Länderdurchschnitt, das sind alles Symptome einer bestimmten Problematik. Was wir eigentlich brauchen, ist, wir müssen jetzt tiefer gehen und sagen, was ist denn die Diagnose? Die Diagnose ist, offensichtlich ist es für privat handelnde, dezentral handelnde private Investoren, potenzielle Investoren, nicht so attraktiv in Deutschland zu investieren wie im Ausland. Wenn man daran was ändert, dann kann man natürlich auch die Quote hochziehen. Aber wenn man nur sagt, das ist jetzt meine Zielgröße, die ich hochziehen muss, egal wie das passiert, dann würde man einen großen Fehler machen. Aber wenn man etwas Knackiges in der Hand hat, eine Zahl schlägt, keine Zahl in der öffentlichen Diskussion leider häufig, macht es aber nicht sinnvoller.